Also, ich bin mittlerweile hier am Helferkoppel angelangt. Hier ist Bombenstimmung und es ist einfach unglaublich, was hier los ist. Es ist richtig was los hier. Und ich habe gerade noch zwei interessante Leute getroffen, die wollte ich jetzt noch mal interviewen. Und hier ist richtig, richtig geile Stimmung. Und das hat die. So. Jetzt müssen wir ein Stück irgendwo anders hingehen, weil ich finde die Geschichte so klasse. Ich möchte auch noch hier ein Abschiedsvideo machen. Ich bin ja zu spät hier hochgekommen. Wir waren noch in Dernau. Und hier müssen wir eure Geschichte erzählen. Ich fand das gerade total cool. Also, wir waren... Ja. Oder willst du erzählen? Oder sollen wir nochmal woanders hin? Das halt hier so. Vielleicht hinter den Hänger? Ja. Also es ist Wahnsinn, was hier los ist. Unglaublich, ne? Ah, du bist definitiv schuld. Also meine Frau möchte gerne erzählen. Also, du bist Studienrätin? Ja, ich bin Lehrerin. Helena. Lehrerin? Ja. Und? Ich bin Oliver, ich bin Schulbusfahrer. Und ihr wart in Urlaub in Kroatien, ne? In Kroatien. Wir waren. Unsere Geschichte. Wir waren in Kroatien im Urlaub, so wie jedes Jahr. Und dann ist das hier passiert im Ahrtal. Und du hast jeden Tag 24 Stunden... 24/7 hast Videos du gezeigt, geschickt. Was los war. Und wir sind nach Hause gekommen und der Olli hat den Bus von der Firma genommen und ist hier runtergefahren. Linienbus, hat Schulbus. Hat mich abends angerufen, hat bitterlich geweint, ich auch. Ja, weil ich das gesehen habe, wie da unten aussah. Und seitdem, vor zwei Monaten. Seitdem sind wir jedes Wochenende hier und in den Ferien, in den Herbstferien, wollten wir nach Kroatien fahren, so wie jedes Jahr, haben aber den Urlaub gecancelt und haben gesagt, wir fahren zwei Wochen hierher. Das haben wir gemacht. Und das ist der Markus Wipperfürth schuld. Und wir sind... Weil die Solidarität, die hier stattfindet, kann ich nur nachempfinden, ist der Wahnsinn. Man verändert ist wirklich sich. Der Wahnsinn. Du hast Dinge in Rollen gebracht, genauso wie der Marc und der Ulrich und der Thomas Pütz. Allein der Zusammenhalt hier mit den Leuten, dieses Zusammenarbeiten, dieses... Zahnrad in Zahnrad, das ist einfach der Hammer. Ja. Und es ist auch so, man verändert sich, wenn man hier ist. Ja. Man sieht die Dinge anders, ne? Ja, und lockerer. Ja. Absolut, absolut. Sollen wir noch unter das Zelt gehen? Vielleicht ist da auch besser. Machen. Jetzt fängt es hier richtig an zu rufen. Ja. Guten Abend, hallo. Ja, ihr hört, wie die Stimmung hier ist. Im Zelt brodelt es und hier regnet es. So, vielleicht geht es hier besser. Hallo? So, hier ist besser. Und ich habe hier Menschen kennengelernt. Der Klaus zum Beispiel, er ist ein Polizist. Ich weiß. Der hat mir ein Paket noch ausgeschickt. Ja, als Fahrer. Der René wohnt im gleichen Ort, wo meine Firma ist, wo Schulbus fahren. Ich weiß. Hallo? Ja, ihr seid live. Ich denke, das letzte Mal in dieser Konstellation hier, ne? Nee, wir werden beide im Wochenende herkommen. Ich habe einen Geländewagen und ich habe schon gesagt, ich fahre Wochenende trotzdem weiter, weil... Ich schreibe viele Hi, Rebecca. Du bist Rebecca? Nee, Helena. Elli und Olli. Ach so, dann grüßen die sich gerade hier im Chat. Sorry, ja. Fehlgedeutet. Nee. Aber nochmal, der Markus Wipperfürth hat dann alles in Rollen gebracht. Für uns auf jeden Fall. Ich habe das 24/7 in Kroatien auf dem Balkon in unserer Wohnung, habe ich deine Videos verfolgt. Wir beide. Ja. Wir beide. Und ich habe gesagt, wir machen keine 5 Wochen oder 5,5 Wochen Ferien oder Urlaub. Wir fahren nach 4,5 Wochen nach Hause. Ich will von den restlichen Ferien, weil ich in Ferien immer Urlaub habe, muss da runter. Und ja, seitdem hat mich das Virus gefangen. Und die Dankbarkeit der Menschen da unten im Tal, das ist mehr wie alles Geld der Welt. Ja. Weil es ist einfach... Man braucht hier kein Geld, weil so der Dank gut. Und das Lächeln im Gesicht der Leute, das ist viel, viel Geld. Viel mehr ich war als heute als in Müsch.
Ich habe eine Weltreise hinter mich gebracht. Ich gedacht, Mischt, da ganz oben. Ja, ich habe gedacht, ich komme nicht mehr wieder. Aber die Leute sind so dankbar. Die haben die Tränen in den Augen, wenn die Menschen einfach zu helfen bekommen. Ja, und die hatten vorher, der junge Mann war total fertig, der wusste gar nicht, wo er anfangen oder ob das überhaupt noch Sinn hat. Und ich habe den drei Menschen gebracht, die waren so geil, will ich nicht sagen, aber die wollten unbedingt helfen. Die haben gestemmt, zwei junge Mädels und ein junger Mann. Die haben dem die Hälfte vom Haus gestemmt heute. Und der war so glücklich, der hat Tränen in den Augen gehabt. Das ist für mich mehr wie alles andere. Und ja, das, was du in deinen Videos geschickt hast, das ist nichts im Vergleich zu dem, was man erlebt, wenn man hier unten ist. Also man, du hast ja schon viel gezeigt, aber nicht das, die Gerüche und die ganze Anspannung, was hier wirklich los ist, das erfährt man wirklich erst, wenn man hier ist und nicht, wenn man Videos guckt. Obwohl ja deine Videos trotzdem schon daran sind, wir hier sind. Ja, aber es ist immer noch ein Unterschied, wenn du dann hier bist. Auf jeden Fall. Absolut. Könnt ihr noch mal kurz erklären, warum hier die Musik so laut ist und hier um die Uhrzeit noch gefeiert wird? Wir machen heute für die Helfer und die Helfer vom Helfer Shuttle machen die so eine Abschlussfeier, weil heute der letzte Tag ist, wo geschuttelt wird. Jetzt sind zwei Tage frei, weil die Leute im Ahrtal einfach auch mal die Ruhe brauchen und zur Besinnung zu kommen und einfach mal Ruhe im Tal zu bekommen. Und dann wird sich das halt es wird sich verändern. Es wird weitergehen, aber es wird anders weitergehen. Ja, weil wir natürlich jetzt auch mehr wirklich ausgebildete Handwerker, Elektriker und so weiter brauchen. Wir brauchen zwar die unskilled Worker, die brauchen wir zwar auch immer noch, aber nicht mehr in der Menge. Ja. Weil so viel geschafft wird. Also wir haben nochmal Markus angesprochen, weil er ist ja eigentlich schuld, dass wir hier sind. Und er wollte halt gerne ein Video mit uns machen und ich gebe also da doch gerne Preis. Ich möchte jetzt auch nochmal ein Video machen in dieser Konstellation, wie der Helfer-Shuttle jetzt hier noch heute zum letzten Tag gefahren ist. Wir werden aber Moments trotzdem wieder kommen. Und ich möchte euch aber, weil ihr habt mir eben die Story erzählt und da dachte ich, ihr seid stellvertretend für
mache, wenn ich einfach, wenn ich euch filme und ihr macht das ja realistisch hier. Wir kannten uns vorher nicht. Ihr erzählt eure Geschichte und jeder weiß, dass die Geschichte wahr ist. Da ist nichts dran. Absolut im Herz. Genau. Absolut. Kann ich dem Olli nur beipflichten. Ich bin seit dem 20. Juli bin ich hier. Und ich habe gesehen, wie sie die Leichen aus Häuser getragen haben, aus den Augen getragen haben. Ich habe hier Bilder gesehen, die haben mein Leben nachhaltig verändert, aber nicht nur zum Negativen, sondern ich habe hier was kennengelernt, was ich früher durch meine Oma eigentlich immer gesagt bekommen gekriegt habe. Ihr jungen Menschen, ihr braucht mal wieder einen Krieg, eine Katastrophe, um wieder zueinander zu finden. Also ich meine, es ist keine Legitimation. Ich finde es schlimm, was hier passiert ist, aber im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich daran denke, meine Oma hat recht gehabt, weil ich habe hier in der ganzen Zeit, wo ich hier bin, seit 3,5 Monaten, Olli, da wirst du mir recht geben können, ich habe hier Menschen kennengelernt, die einzigartig sind, die besonders sind, die das noch verkörpern, was wir als junge Menschen noch beigebracht bekommen haben. Anstand, Moral, Ehre, Zuverlässigkeit. Was wir bewegt, ja. Aber Geschmack. Absolut. Und heute ist mein letzter Tag. Heute ist Sonntag. Ich werde also heute nochmal den Rotwein wandern mit Schalm. Und dann ist für mich leider Gottes erstmal diese Zeit hier vorbei. Ich glaube, wir bleiben hier alle in Gemeinschaft weiter. Ich werde die Zeit vermissen. Also ich bin ja wirklich jeden Tag gerne gefahren und ich danke auch wirklich jedem Helfer, der bei mir in den Bus gestiegen ist, der den Mut gehabt hat, bei mir in den Bus zu steigen. Und ich bin wirklich jedem Helfer sehr dankbar, den ich persönlich ins Ahrtal schalen durfte, um dort zu helfen. Was ich glaube ich hier auch, hier sind ja viele junge Leute, da drin wird getanzt. Jedes Alter ist da am Tanzen, das finde ich total klasse. Und das ist so symbolisch für das, was hier passiert ist. Und was ich auch krass finde, du hast mal wieder gelernt, was eine funktionierende Gemeinschaft bewirken kann. Genau. Egal, ob du Busfahrer bist, ob du Bauer bist, ob du Fliesenleger bist, ob du Lehrerin bist. Ich kann jetzt jeden Beruf aufzählen und jeder ist hier so gleichberechtigt relevant gewesen. Es ist egal, was man hier macht. Kaffee kochen, Toiletten putzen. Jeder war und ist hier wichtig, egal was er tut. Aber trotzdem muss ich sagen, der Markus Pepperfeld hat die ganze Sache ins Wisch gewonnen. Auf jeden Fall. Weil du hast die Leute motiviert. Du hast den Leuten was angeregt zu denen, den Stoß gegeben, kommt, helft. Auf jeden Fall. Ja. Also nicht, dass jetzt du bist der Beste, du bist der Größte, aber du hast richtigen Weg eingeschlagen, um die Leute dahin zu kriegen. Du hast die Leute zum Handeln motiviert. Ja, ich habe euch nur gezeigt, was hier los ist und habe immer gebetet, dass ihr alle versteht, dass das, was die Politik gerade erzählt. Ich muss an die Frau Pepperfeld sagen, die hat so ein Verständnis und hält dem Markus so den Rücken frei. Auch die Tochter und der Hund und seine Leute, die auf seinem Hof arbeiten, Bombe. Ohne die wäre der Markus ein Tier. Das kann ich leider, nicht leider, das kann ich. Doch. Ja, leider schon. Das ist schon hart für meine Familie, natürlich, auch heute. Aber anders geht's leider nicht. Euch allen, auch dir, da kann ich dem Olli nur recht geben. Also, dir und deiner Familie gehört, denke ich mal, nicht nur unser Respekt, sondern auch der Respekt von allen Einwohnerinnen und Einwohnern des Ahrtals, weil wenn du nicht gewesen wärst und deine Familie nicht hinter dir gestanden hätte, ja, dann wäre das hier niemals so aufmerksam geworden, wie es geworden ist. Dann wäre es vielleicht eine Katastrophe geworden, die irgendwo untergegangen wäre. Aber dank dich, Markus, und auch dank deiner Familie, die hinter dir gestanden hat. Und diese Frau, das ist nämlich dem David sein. Das ist meine. Das ist Miss Merchandise. Miss Merchandise. Also hier hat jeder seinen Teil dazu beigetragen, dass das hier funktioniert. Genauso wie du. Genau, ich hab gezeigt, was hier Anfang ist. Wir haben alle drüber geredet und nicht aufgehört, drüber zu reden. Genau. Egal, wer gesagt hat, wir sollen aufhören. Ich finde das absolut überwältigend, zu erleben, wie viel Solidarität in Menschen noch steckt. Das ist der Hammer. Ja. Das glaubt man manchmal nicht. Ne? Und deswegen immer wieder. Egal, wie viele Freunde. Dankeschön, Markus. Dankeschön, Willem. Und Dankeschön, Thomas. Dankeschön, die Leute im ganzen Helfershuttle. Weil dieser Zusammenhalt, dieses Rad im Rad, dieses Zahnrad im Zahnrad, Familie. Kann man nicht beschreiben. Und wenn man ein Grinsen von diesen Menschen unten im Tal zurückkriegt,
ist mehr als alles Geld der Welt. Wir haben einfach gemacht, ja. Ohne zu denken. Ich bin ja hier vor 15 Wochen habe ich hier oben meinen Trecker geparkt bei Frutania, ne? Und dann war der Thomas, ich weiß nicht, ob es Thomas oder Marc, konnte ich sehen, stand hier ein Campingtisch mit einem Campingschirm. Ne? Ja, so haben wir angefangen. Wenn du da mal dran zurückdenkst, was von da bis jetzt passiert ist, innerhalb von 3 Monaten, ne? Das ist unfassbar. Es geht weiter. Es geht weiter. Ne? Also ich möchte ganz gern stellvertretend für alle Fahrer, dem Olli, weil er hier ist, danken, dass ich gerne Kollege sein durfte. Ich möchte euch Fahrern, stellvertretend Olli, du für alle Fahrer, danken, dass wir ein großartiges Team waren. Egal ob Kleinbus, Großbus, egal, wir waren ein super Team. Elli Maus, dir möchte ich danken, für stellvertretend für alle Zähler und Orgas. Ja, wir haben super zusammengearbeitet. Es war ein super Team. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kämpfe gerade noch mit mir. Sie ist im Krankenhaus, ich morgen auch meinen letzten Tag haben. Und ja. Markus, vielen Dank, dass er weiter vehement berichtet hat. Egal, ob die vehement die Medien abgeschaltet haben und gesagt haben, alles ist toll. Der Markus hört damit auf. Nein. Einfach weiter vehement berichten, vehement sagen, wie die Situation ist. Der kann gar nicht genug Powerbanks dabei haben. Genau. Ja, jetzt heute waren wir in Stolberg. Es muss ja weitergehen. Ne? Es bleibt uns abschließend wirklich nur zu sagen, ich zitiere wieder einen ganz großen Staatsmann, ich bin ein Wipperfürth. Wir sind, glaube ich, alle ein Stück Markus Wipperfürth. Wir sind eine Gemeinschaft und da bin ich ein kleiner Teil von. Ich kann nicht den Mund verbieten lassen, einfach weiter drüber reden. Ich bin es leider nicht. Jetzt brauche ich einen Schluck Wasser. Dankeschön für deine Zeit. Ich danke euch und ich wollte einfach nur noch mal ein letztes Live-Video in der Konstellation machen, wie es jetzt hier noch gerade ist. Wir fahren jeden Tag vom Westerwald hier runter und wir fahren jetzt nach Hause, meine Frau und ich. Wir fahren schon seit 3 Stunden nach Hause. Aber das kenne ich. Nächstes Wochenende sind wir wieder da. Ja. Und wer morgen mit mir noch einmal mitfahren möchte, ich shuttle morgen noch mal den Rotwein-Wanderweg zwischen 11 und 16 Uhr. Echt zum Wandern, für ringst du Leute? Richtig, für die Leute ab Gelsdorf über Dernau, Rech bis Maischoss und wieder zurück. Und wer möchte, ist herzlich eingeladen, morgen bei mir noch einmal mitzufahren und vor allen Dingen die Winzer zu unterstützen. Und das finde ich sehr wichtig. Ja, genau. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Dankeschön, danke. Gerne. Ich danke allen, die hier aktiv sind, überall, egal in welchem Katastrophengebiet. Aber die Zindlinge tue ich mir selber noch bei Markus zu Hause. Die kommst du vorbei. Wir kommen vorbei. Ja, seid ihr herzlich eingeladen. Dankeschön. Alles Gute. Ich schließe mich an. Mit oder ohne? Einfach ohne. Okay, dann beende ich auch das Video. Das ist jetzt das letzte Video in der Form vom Helfer-Shuttle, wie er bis jetzt existiert hat. Ne? Das letzte. Markus, danke schön. Ich danke euch. Alles Gute. Danke.